Theorie nach. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die Frage, ob es richtig ist, bewaffnete, das heißt illegale Widerstandsgruppen in der Bundesrepublik West-Berlin zu organisieren, ist die Frage, ob es möglich ist. Die Antwort darauf kann nur praktisch vermittelt werden, alles andere sind Spekulationen. Nur Opportunisten konnten die Baderbefreiung als abenteuerlich, faschistisch, anarchistisch abtun, nachdem der Erfolg bewiesen hatte, dass sie unter richtiger Einschätzung der eigenen und der Kräfte der Bühne durchgeführt worden war. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Guten Tag, wir sind auf Platz. Ich würde mich gerne dazusetzen.